Und damit herzlich willkommen zurück zu dem nächsten Match. Wir sind hier auf Temperate Forest. Das ist auch wieder ein dritter Liga-Match. Und wir haben hier unten rechts den USA Vanilla. Für den Sergei Vanilla. Das klingt immer so ein bisschen nach Eiscreme. Sagen wir doch einfach USA. Und hier oben links den Tarngeneral vom Nino. Beides gute Spieler. Bin da sehr gespannt, wie sich das hier entwickeln wird. Wir haben hier eine riesige Brücke in der Mitte. Wo hier die Einheiten rüberkommen. Aber generell, Brücken sind nicht so ganz beliebt in der Community, weil das Pathfinding hier auch immer mal ein bisschen kritisch werden kann. Umso glücklicher bin ich darüber zu sehen, dass es eine größere Brücke ist. Da ist das Pathfinding nicht so enorm verkrüppelt. Aber Brücken sind wirklich der Endgegner jedes Spielers. Neben dem Zug natürlich. So, was werden wir hier sehen? Wir haben hier definitiv zwei Nachschublager schon mal in der erreichbaren Nähe. Und hier oben haben wir noch ein drittes. Ein Ölturm. Und hier nochmal ein Ölturm und ein viertes Nachschublager. Die Spieler können also relativ viel zügig auf Geld gehen. Mit Öl und mit den Nachschubquellen. Sollten sie auch definitiv machen, denn sie haben einen Cooldown von 5 Minuten. Wir sehen hier unten rechts den Timer. Diese Zeit darf man sich nicht gegenseitig angreifen. Und da sollten die Spieler definitiv sich darauf konzentrieren, dass sie ganz, ganz viel Geld scheffeln. Je mehr, umso besser. Dabei sollte man natürlich auch beachten, dass man nicht nur auf 2 Arbeitern sammelt, sondern vielleicht mal auf 6. Weil das ist definitiv zu wenig. Da büßt er gerade richtig viel Einkommen ein. Und da macht das richtig. Hier das richtig, da 5 Arbeiter, das passt. Hier sehen wir wieder das gedrehte Nachschublager, um die Rotation der Chinooks zu vermeiden. Hier kommt das nächste Nachschublager, da ist schon eins. Sergei geht sehr stark auf Geld, hat jetzt auch 2 Öltürme. Nino hockt auf jetzt auch gleich 2 Öltürme. Olli, du musst nur Zero Hour runterladen in Steam und danach den Gen-Patcher drüber laufen lassen. Gehst du auf laggy.cc, holst dir den Gen-Patcher und lässt ihn über das Spiel drüber laufen. Es wird als Virus erkannt, ist aber kein Virus. Und Gen-Patcher macht alles für dich. Und da du ja eh das Bundle kaufst, nämlich die Ultimate Edition in Steam, kriegst du eh Generals in Zero Hour und dann installierst du einfach Zero Hour und dann passt der Rest schon. So, nächstes Nachschublager ist am Start. Da auch jetzt. Sergei auf sehr, sehr viel Geld. Nino theoretisch auch, wenn er jetzt noch die Arbeiter bauen würde. Er hat hier jetzt aber die Arbeiter auch nachgebaut, da ganz oben. Denen jetzt auch hier rechts runterlaufen. Ist noch 1 Minute 24 Cooldown. Er darf sich hier positionieren zum Scouten. Dürfte jetzt aber nicht hier reingehen. Das würde eine gelbe geben, wenn er da sich jetzt reinbewegt. Er darf sich aber hier positionieren und warten. Genau, Jack Aubrey. Der Gen-Patcher ist dann am Platttrampeln vom Spiel, genau. 1 Minute noch verbleibend. Er braucht dringend Arbeiter hier, um mehr Geld zu scheffeln. Er macht auf jeden Fall einen guten Job, der Nino, mit dem Geld ausgeben. Geht jetzt auf den Palast. Er geht auf 2 Paläste. Warum geht er denn auf 2 Paläste? Hä? Okay, 2 Paläste für den Nino, kein Nachschublager. Wollte er da einen Waffenhändler, meine ich. Wollte er da einen Waffenhändler bauen? Oder er will einfach nur eine Extraverteidigung? Ja gut, er will eine Extraverteidigung vielleicht einfach nur haben. Denn ein Palast ist wirklich ein Bunker. Gut in der Verteidigung. Ich wundere mich nur gerade, dass er 2 gleichzeitig baut. Und einen nicht gerade wirklich an der Front, also relativ hinten. Ja. Hier könnten die Arbeiter immer noch mal rankommen. Wollen sie nicht. Sind im Streik. Wollen mehr Lohn haben.
So, wir haben nicht so viele Einheiten für den Sergei. Nino jetzt gleich auf 10.000 Dollar, ist jetzt bei 10.000 Dollar. Der muss also jetzt anfangen zu spammen. Alles über 10.000 ist schlecht fürs Spiel. Holt sich jetzt die Chinooks da, aber ja, ist nur einen haben wir da. Können die Vierlinge gerade weiterfahren. Den einen haben wir, kriegen so locker klein. Ein Crusader kriegen sie allerdings nicht klein. Oh, es ist wunderschön, einen Crusader auf dem Schlachtfeld zu sehen. Ich liebe Crusader. Schön auch hier hinter dem Nachschublager versteckt. Das hat mir gerade sehr gut gefallen vom Nino. Konnte damit nochmal ein bisschen extra Schaden an dem Nachschublager anrichten. Verliert jetzt aber trotzdem die Vierlinge. Pier Jeeps. Palast ist voll, das ist gut. Hinten ist nichts drin. Brauche auch nicht, weil der Palast ist völlig lost da hinten. Ich denke mal, er wird jetzt Raketenwerfer in die Jeeps einladen. Kann man definitiv machen gegen Amerikaner. Gerade wenn er auf Humvees geht. Aber gegen Crusader funktioniert es natürlich noch besser, wenn du diese Raketenwerfer neben den Crusadern auslädst. Die machen dann nochmal ordentlich Schaden bei den Crusadern. Raketenbuggy ist jetzt auch da, ohne Upgrades. Das heißt, die sind nicht so effektiv. Schießen nicht so gut, schießen nicht so schnell, schießen nicht so stark. Reicht aber für den Crusader-Panzer. Hier unten nimmt er jetzt das Nachschublager ein, der Rebell. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hat er schön hier den Sergei gestört. Er hat zwar 1000 jetzt nochmal da zurückbekommen, aber es ist nochmal reduziertes Sammeln jetzt. Tomahawks am Start. Verfehlen ihr Ziel. Sind manchmal ein bisschen buggy, die Tomahawks. Jarm Kell ist jetzt auch da. Bin ja persönlich ein riesengroßer Fan vom Jarm Kell. In dem kann man einfach so viel machen. So, ich hoffe, dass wir jetzt demnächst die Schwarzmärkte sehen. Da kommt einer. Die Upgrades. Der Crusader-Pilot ist lebensmüde. Definitiv. Der hat keinen großen Lebenswillen mehr. Er fährt jetzt aber wieder zurück. Bye bye Rocket Buggy. So, wir können jetzt hier sehen, drei, vier Abwurfzonen. Vier Abwurfzonen hier für den Sergei. Er hat drei Waffenfabriken. Ist auch auf 13.000 Dollar. Baut jetzt eine Partikelkanone. Da würde sich Packer jetzt freuen. Über dieses Schaubild hier, über dieses Gebäude. Persönlich halte ich ja nicht so viel von Partikelkanonen. Aber wenn man schon Geld hat, dann warum nicht? Bringt einem ja auch nicht so viel, wenn man die Gelder einfach so im Bankkonto lässt. Dann warum nicht einfach eine Partikelkanone bauen? Von den Crusader Tanks, ja, tatsächlich. Ich habe hier von Kobi habe ich so vier Crusader Tanks. Bei mir, tatsächlich. Die stehen hier hinten bei mir im Regal, aufgebaut aus Klemmbausteinen. Habe ich schön vier große, fette Abram-Panzer, also die Crusader. Die zeige ich immer in meinen englischen Livestreams, so im Hintergrund. Schöne Dinger. Oh, er wollte sich hier den Bulldozer holen. Er wollte den BW machen. Technologie klauen. Hat er aber nicht geschafft. Muss noch ein bisschen lernen vom BW. Und ja, Cezanne, da hast du recht. Also wenn jemand die Partikelkanonen richtig effektiv einsetzen kann, dann ist es Packer. Also die macht das sowas von effektiv. Die holt ja jedes Mal regelmäßig da 3, 4, 5 Gebäude raus mit einem Strahl. Scudsturm jetzt auch da. Beide haben relativ parallel ihre Superwaffen gebaut. Raketenbuggies vermisse ich immer noch die Upgrades. Er hat 25.000 auf dem Konto, der Nino. Muss jetzt zurückfahren, sonst verliert er alle. Ah. Zwei kann er noch safen. Immerhin. Hier fehlen immer noch die Arbeiter. Der Vorteil ist, wenn er das Nachschublager tarnt, was er hier gemacht hat, und die Arbeiter sammeln, dann werden die Arbeiter auch getarnt. Das ist ein riesiger Vorteil vom Tarngeneral.
Hier rechts sehen wir noch gar keinen Nachschublager. Überhaupt nichts. Nothing niente. Da kommt der Scud-Sturm. Ne, der Scud-Sturm sag ich schon. Der Tomahawk-Sturm, meine ich. Der Tomahawk-Sturm kommt da. Petronen haben jetzt das Nachschublager aufgedeckt. Da kommen die vier Jeeps. Die werden aber keine große Chance haben hier. Der Bus eventuell, aber bei der Masse an Tomahawks eher nicht davon auszugehen, dass sie eine Chance haben werden. Zweiter Bus am Start. Fünf Busse am Start und ein Katabob-Mob. Ja, da sieht man einfach die Tomahawks. Was die da an Bus zerlegen. Busse scheinen auch leer zu sein. Bob-Mob ohne Bewaffnung. Haben lediglich ihre Pistolen und die Molotow-Cocktails. Nächster Bus. Auch wieder leer. Verliert ihn direkt. So ein Bus kostet, glaube ich, 1100. Und das ist ein Verlust, den er da gerade macht. Mein Grundgedanke war gut mit den Bussen, aber schade drum. Ja, Eisbonbon, du sagst es, schade drum. Da war Potenzial da. Und der Palast hat auch keine große Chance gegen die Tomahawks. Da ist nichts drin. Da sind vielleicht drei Rackwerfer drin. Ich denke nicht, dass die groß Schaden hier anrichten werden. Der Bus ist sogar leer. Man kann ihn selektieren, das heißt, er ist leer. Der Bus ist auch leer. Ja, der Bob-Mob hat auch keine große Chance. Wird einfach weggerattert von den Humvees. Rechts sehen wir auch nochmal eine riesige Armee reinfahren. Und der nimmt den Nino jetzt in die Zange. Die Busse sind natürlich leer, können da nichts machen. Und hey, Wahid, guten Abend. Danke, dass du eingeschaltet hast. Bei Twitch. Raketenbuggies haben jetzt die Upgrade. Ein bisschen zu spät. Nino auf fast 40.000 Dollar. Na, das sieht nicht gut aus. Zwei Scud-Stürme haben wir jetzt. Partikelkanone ist in 40 Sekunden bereit zum Schießen. Aber ich glaube nicht, dass er überhaupt noch zum Schießen kommen wird. Ich kann mir gut vorstellen, dass Nino vorher besiegt ist. So, muss jetzt eigentlich nur noch durchfahren. Und jetzt nochmal massiv Defensivstellungen. Werden ihm aber auch jetzt nicht mehr viel bringen. Aber na gut, er kann es probieren. Er hat ja 40.000. Und jetzt kommt die Schere. Aber da versuchen sie es nochmal abzuhauen. Wollen sich hier rechts aufbauen. So, da geht jetzt die Kommandozentrale hin. Sergei auf Rang 4. Nino auf Rang 1. Und da die Partikelkanone. Ne, das war ein dominantes Spiel hier vom Sergei. Sergei ist ein wirklich sehr starker Spieler. Ich sehe ihn definitiv in Liga 2. Ich denke mal, mit der nächsten Season wird er da auch aufsteigen. Denn der ist wirklich sehr stark unterwegs. Der hat enorm zugelegt an Skill, der Sergei. Ist auch immer sehr viel am Spielen hier auf dem Server. Ist ordentlich am Trainieren und das merkt man. Das merkt man einfach, wie viel er hier von diesem Spiel in sich aufgesogen hat, verbessert hat, an den Schrauben gedreht hat, um seine sein Makro zu verbessern. Das merkt man einfach. Also allein das, was wir hier jetzt schon sehen, ist definitiv oberstes zweite Liga-Niveau. Wirklich sauber gespielt hier. Da kommen einfach jetzt die Arbeiter reingelaufen. Wir müssen hier durch die Basis laufen. Und ein paar... Jo, genau. Ja, bau einfach eine Kommandozentrale rein. Ja, warum nicht? Ja, nur eine Kommandozentrale. Ich würde noch so einen Palast hier reinbauen und so eine Baracke und dann so schön den Palast füttern. Ja gut, ein Nachschublager geht auch. Kann man machen. Und dann noch schön tarnen, ne? Ah, das ist schon dreist. War eine geile Aktion. So, oben hat er noch sein getarntes Nachschublager.
Säge jetzt nicht so ganz ihn an einem Decken. Na gut, das wird er jetzt entdecken. Nächste Mannesstrahle geht hoch. Er hat ja, wie gesagt, noch 40.000. Eisbaum schreibt gerade, das ist Ninos erstes Live-Match. Ich könnte schwören, ich habe ihn schon ein paar Mal davor gesehen. So, die rennen jetzt nach unten. Und hier unten sehen wir jetzt die Ranger und die Paladine. Die haben ihren Parasiten entdeckt in ihrer Base. Ah, schon geil, dass er das gebracht hat hier. Schön erstmal mit dem Arbeiter durchgelaufen. Ihr könnt einen Arbeiter mit dem GPS-Scrambler vom Tarngeneral, könnt ihr tarnen. Und dann können die getarnten Arbeiter getarnte Tunnels bauen. Das ist richtig tödlich. Baut nochmal einen Nachschublager hinterher. Ist jetzt aber auch das letzte Gebäude. Wenn das fällt, heißt es GG, well played. Und das war's. You have been defeated. Schön gespielt. Macht von beiden. Und man kann es am Geld klar erkennen. Sergei hat fast das Doppelte an Geld gesammelt. Und ein Gebäude nur verloren, der Sergei. Aber gut geschlagen hier vom Nino. Props, dass er es probiert hat. Auch vielen Dank, dass er es auch live probiert hat. Finde ich immer gut, auch so Matches zu sehen. Dass man einfach auch das Spielerpotenzial hier sehen kann, dass man es fördern kann, dass man es dann in vielleicht 3, 4 Wochen nochmal sieht und was für einen Fortschritt sie gemacht haben im Spiel. Ist ja auch immer schön, die Entwicklung zu beobachten. Wie entwickeln sich Spieler sich? Wenn man so den Sergei zum Beispiel von vor 2 Monaten mit heute vergleicht, ist da eine enorme Steigerung drin. So, aber wir hören uns mal die Spieler an, was sie so zu sagen haben. Hey zusammen! Hey! Hi! Das war echt lustig am Ende. Ja. Was der Nino da gebracht hat. Ja, ich bin müdig, ne? Ich hätte jetzt noch darauf gewartet, dass du Rang 3 bist und deinen Arbeiter tarnst. Und mit getarnten. Das hatte ich vor, aber so weit kam ich leider nicht. Und das wäre ein Fest gewesen. Einfach mal so schöne getarnte Arbeiter bei Serge in die Basis bauen. Tunnels. Ich habe jetzt überall schon auf der Map meine ganzen Drohnen hingestellt, also wo man diese Fähigkeit hat, ey. Ja, der Nino hat sich gut versteckt. Der wollte nicht gefunden werden. Nee, gar nicht, ey. Ja, typisch Tarngeneral hier. Voll im Saft. Kampf. Ja. Richard Kampf, den zu suchen, also am Verstecken ist er der Beste. Ja. Na ja, gut, dann vielen, vielen Dank für das Match. Ja, war Spaß gemacht. Ja, definitiv. Dann würde ich euch mal wieder nach oben schieben. Jo. Und bis gleich.